Liebe Freundinnen, Freunde, werte Anverwandte, liebe Polizei, legen Sie heute Ihre Gummiknüppel weg, hören Sie einfach zu. Stellen Sie Ihre Wasserwerfer ab jetzt auf Warmduschen und schalten Sie Ihre Mithörgeräte aus. Heute wird es ernst. Wir hören von Ihnen, liebe Polizei, dass sich jeder zweite Beamte nach den Ereignissen des 30.09. heute weigern würde, noch einmal am Wasserwerfer Dienst zu tun. Was für eine gute Nachricht! Ja! Das hören wir gerne, aber wir wissen was, was du nicht weißt. 17 Ihrer Kollegen wurden am schwarzen Donnerstag vor 3 Jahren durch Kampfstoffe verletzt, die sie selbst oder ihre Kollegen eingesetzt hatten. Sie wurden aber freundlich gebeten, sich nicht noch einmal zu beschweren und ihre schriftliche Beschwerde den Hasen zu geben. Merke, ich heiße Hase, ich weiß von nichts. Aber 17 Ihrer Kolleginnen und Kollegen haben sich anwaltlichen Rat geholt und fachärztlichen. Sie wissen jetzt, wenn keine Gasmasken verwendet werden und sich Betroffenen und sich die Betroffenen durch die lokale Situation, etwa Einkesselung, nicht entfernen können, ist es durchaus möglich, dass eine CS-Exposition signifikant zu schweren gesundheitlichen Schäden beitragen kann. Wer hat das gemacht? Ihr habt das gemacht. Und Herr Brüderle. Und im Übrigen gilt, nichts ist nach diesen 3 Jahren aufbereitet. Die Beimengung von Reizstoffen durch eine Dosiereinrichtung zum Inhalt des Wasserwerfers ist grundsätzlich durch den für den Einsatz verantwortlichen Polizeioffizier möglichst vor Ort und Stelle anzuordnen. Und wie hieß Ihr Polizeiführer? Mappus? Die Stärke der Beimengung von CN beträgt mindestens 150 Milligramm CN pro Liter Wasser. Eine Menge Stoff, meine Damen und Herren. Es ist schön, dass bei der Polizei Tränengas vorgehalten wird, wie es so schön heißt. Und in einer internen Anordnung der Polizei lese ich, Reizgas kann nur sehr breit eingesetzt werden. Zu beachten ist, dass auch Polizeikräfte in Mitleidenschaft gezogen werden können. Ein sinnvoller Schutz für die Einsatzkräfte ist schwierig, weil zu verwendende Schutzmasken zwar das reizende Gas aus der Atemluft filtern, aber die Einsatzkräfte zugleich in ihrem Einsatz stark behindern können. Schönen Dank, dass man uns das zugespielt hat. Alles, was ich heute harmlos ist oder Schlimmes sage, ist auf meinem persönlichen Mist gewachsen. Herr Schneider hingegen schafft bei der Bahn. Wenn er sprechen dürfte, dürfte er nur für die Bahn sprechen. Deshalb darf er nicht sprechen, denn er hätte uns was zu sagen. Also, kneift er den Arsch zusammen und hält die Schnauze und hat kein Hintern mehr in der Hose, was ihn sehr wundert. Und so viele bei der Bahn und bei den Denkmalämtern auch. Und bei den Pressestellen und bei den Redaktionen und bei den Ministerien und bei den Parteien. Und eines Tages werden wir fragen, wer hat die Kastration der Meinungsfreiheit zugelassen? Wir haben es zugelassen. Und Herr Brüderle. Ich rede auch nicht im Namen von Herrn Grube, dem Mann mit der Hitzepanne, bei dem im Winter die Wärmepumpe ausfällt und im Sommer schon das Eiscreme aufs Gleis kleckert. Herr Grube hat sich ja rechtzeitig jedes Wort versilbern lassen. Nein, halb, vergolden. Einmal von Daimler Chrysler, wo er ein paar Millionen in den Sand gesetzt hat, einmal vom Immobilienfritzen Häusler, dem Pleitegeier aus Freyingen, dann wieder von EATSS, einem der ganz großen Rüstungs- und Skandalkonzerne der Erde, der auf allen Kriegsschauplätzen der Welt zu Hause ist, überall, wo was mit Waffen zu verdienen ist. Garantiert moralfrei. Grube also der Mann, der mehr Arbeiterschicksale auf dem Gewissen hat, als es Schwarzarbeiter in Südafrika gibt. Ein Mann, der in der Welt des Fliegens, des Boxens, der Ellenbogen der großen Autos zu Hause ist. Genau der richtige Genosse, um Bahnchef zu werden. Beim Bau gelten ja ganz besondere Regeln.
auch wenn die Bauwirtschaft als korruptester Teil der deutschen Wirtschaft überhaupt gilt. Gleich hinter der Politik, aber dort heißt das ja nicht korrupt, sondern Lobby. In Stuttgart, der Stadt der Klevele und der schwäbischen Erfinder, hat ein großes Unternehmen, dessen Namen ich hier nicht sagen darf, es ist die Firma Godel, ausgerechnet beim Beton gemogelt. Zu wenig Zement in die Mischung gehauen und vielleicht auch zu wenig Sand. Den hat man gebraucht, um ihn euch in die Augen zu streuen. Aber wem sage ich das? Und die Betonköpfe hören ja eh nicht zu. Insoweit gehören wir zu den wenigen, die auf die Demokratie aufzupassen haben. Die Demokratie nämlich ist wie ein kleines Kind. Gelegentlich macht sie sich in die Hosen, wie am 30.09. Und dann muss man schleunigst die Windeln wechseln. Erstens, weil es sonst stinkt. Und zweitens, weil sonst der Hintern von dem Kleinen wund wird. Nichts hat man gewechselt seit dem 30.09. Keine Windeln und keine nassen Hosen. Und wer hat die Jahre über die Hintern gesalbt? Wir haben die Hintern gesalbt, unser Brüderle. Wer passt pausenlos auf, dass es nicht zu Gewalttaten kommt? Wir passen auf, denn auf die Polizei ist ja diesbezüglich kein Verlass mehr. Ich freue mich heute, so viele bekannte Gesichter gesehen zu haben. Berufsdemonstranten und Demagogen, Besserwisser und Pseudo-Experten, selbsternannte Demokratiewächter, Obenbleiber, tiefer gestiegene Halbhöheneinwohner, alle wieder vereinigt im Schlossgarten. Auch ich habe an jenem erinnerungswerten 30.09. meine beiden Kinder auf die Polizei gehetzt. Was, habe ich gesagt, was? Aber die horchen ja nicht. Und da sind sie wie ihr. Nicht wegducken, nicht nachlassen, nicht abtauchen. Und was den 30.09. angeht, da sage ich, sie sollen nicht ungeschoren davonkommen. Davon habt ihr, dafür habt ihr zu sorgen. Jeder Einzelne von euch, jeder Einzelne. Sie dürfen nicht ungeschoren davonkommen. Nach der Diagnose von Robert Schmidtmann hat sich die Demokratie nicht nur die Näschen erkältet. Sie hat sie auch bekleckert und in die Hosen gemacht. Robert Schmidtmann spricht das viel vornehmer aus, aber kommt zu einem ähnlichen Schluss wie wir alle. Wer auf den Märchenonkel wartet, wer das Gute-Nacht-Lied der Mächtigen hören will, der kann getröstet werden. Die Rattenfänger von Hameln haben sich schon lange einquartiert in dieser Stadt. Demokratie aber, liebe Freundinnen und Freunde, Demokratie es ist etwas, was wir selber machen müssen. Jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne von Ihnen, mit Mut und Freude an der Sache bleiben und oben bleiben. Ich danke euch. Also, ihr habt es gehört, das war der letzte Jingle. Wir sind am Ende angekommen. Wir bedanken uns bei allen, die zu dieser beeindruckenden Demonstration und Kundgebung beigetragen haben. Bei allen Ordnern, bei den Leuten, die die Stände aufgebaut haben. Ich persönlich bin immer besonders dankbar für die Technik, dass die uns nicht hat hier im Stummen stehen lassen. Wir bedanken uns natürlich bei allen, die hier aufgetreten sind. Organisiert wurde das heute vom Bürgertribunal Schwarzer Donnerstag, von der Initiative 30.09., vom Demo-Team, auch Ihnen unser Dank und einen guten Heimweg euch allen, auch euch natürlich ein Dank, dass ihr so lange ausgeharrt habt. Und das letzte Wort hat Dominik Dörr von der Initiative 30.09. Dankeschön. Ich muss auch nur eine offizielle Ansage machen. Ich erkläre die 191. Montagsdemo hiermit für beendet. Dankeschön für euer Kommen.